Party hart. Und den kannst du dann vorbei und dann kannst du. Geh mal nach rechts, 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 rechts. Ja, genau hier. Nein, links. Links. Gucken. Nein, nein, du stehst drauf. Das ist ein Item. Ah, Scope-Linse. Bring, bring! Erstmal fällt Fahrrad. Fahrrad! Nein! Doch nicht! Scope-Linse ist ein normales Item. Das erhöht die Genauigkeit. Klingt aber cool. Ja, das ist doch super! Die Volltrefferquote. Was? Warte mal, wir können mal über. All unsere lebenden Pokémon haben schon ein Item. Ja. Ich meine, Senfkatze haben wir jetzt ein bisschen genug trainiert, also. Nein, wir bringen die Senfkatze hoch auf 45 und machen dann die Nuzlocke Change Lane. Schleiche doch an ihm vorbei. Schleichen ist ohne Rennen. Ja, oder halt so. Gut, dass er nicht nach unten gucken kann. Hat Und seine Mutter ihm jetzt. beigebracht. Ich höre die Musik nicht. Ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt, Kinder. Ihr wollt euch umbringen. Denn jetzt wird ganz dramatisch an den Charakter rangezoomt. Und dann kommt ein Jumpscare! Hast du es jetzt echt gemacht? Nee, hab ich nicht. Mach das. Oh nee. Nee, das wäre mir zu gemein. Mach das. Jeff the Killer und irgend so ein Geschrei. Ihr müsst jetzt mit Angst leben, dass es jeden Augenblick kommen könnte. So wie jetzt. Oder jetzt. Oder Oder jetzt? jetzt. Oder jetzt? Geh erst mal zum Pokémon. Wir müssen Krakow abgeben. Oder Stimmt. jetzt! Ah, jetzt habe ich ihn auch geheilt. Hey, er ist gar nicht gestorben! Juhu! Nein! Nee. Nee, wir müssen leider den Krakauer rausbewegen aus dem Team. Vielleicht kommt der Jumpscare ja auch, wenn wir uns zu den bewegen. Da kommen die Geister der toten Pokémon jetzt gleich hervorgekrochen. Alter, wir haben schon ein ganzes Team verloren. Das ist so traurig, finde ich irgendwie. Das ist Ja, jetzt aber. schon. Okay, Ja. nehmen wir Lunastein. Level 5. Nehmen wir Gronkh. Ich finde aber, Spargel würde ich eher noch hochtrainieren als Rüsselfee. Selbst wenn Rüsselfee Level 95 oder Level 100 wäre. Rüsselsteam müsste jetzt schon Level 30 sein. DJ Baku? Können wir auch. Guck mal, die waren echt kreativ. Die haben uns immer Psycho-Pokémon gemacht. Ein Schwein und Elefant, beide mit so einem Rüssel da. Ein Schwein-Psycho-Vieh. Die Frage ist, was ist jetzt effektiver, was wir jetzt mitnehmen, weil mit wir müssen jetzt mal überlegen, was haben wir denn überhaupt verloren Ein mit Gestein-Pokémon. Deswegen sagte ich ja Spargel. Weil es ist ein Gestein-Pokémon. Das ist auch Gestein Und er Psycho. lernt wahrscheinlich. Ne, es ist glaube ich nur Gestein. Guck schon mal nach. Stein Psycho. Oha, ich habe falsch gelegen. Und es ist ein freches Wesen. Ja, siehst du, also es ist genauso gut wie Gronkh oder unser Pedo. Weil es ein Es hat Psycho-Pokémon ist, ist es ja auch ein keine Treffer Gestein-Pokémon. bei Bodenattacken übrigens. Ja, das ist auch übrigens nice. Und es hat eine, ja, okay Verteidigung. Ich meine, es ist nur Level 5. Vergiss das mal nicht. Also dann trainieren wir ihn hoch. Ja, vielleicht. Das habe ich noch nie irgendein Let's Play gesehen, wo man einen Lunastein genommen hat. Ich finde, das sieht voll komisch aus, ey. Das hat einen Ich kenne ein Schnabel. Let's Play, das Mad Baron Let's Play. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Aber es kommt an einer Stelle auf jeden Fall ein Lunastein vor. Wieso hast du das gespoilert? Wieso hast du jetzt gespoilert? Naja, weil da wenn mal sein Lunastein rankommt. Ja, aber hast Das du ist das. doch die Überraschung, welche Pokémon kommt da dran in der Randomizer? Nee, Nein, ich keine Ahnung. meine, warst du in dem Part als Co-Kommentator dabei? Das ist der Part schon oben. Wenn Der ist er schon oben ist, ist ja oben. kein Spoiler. Ja, stimmt auch. Okay. So, den geben wir jetzt Spargel. Ja. Wo trainieren wir Spargel überhaupt? Wir haben ja noch ein paar Trainer oben. Danach dürfte der theoretisch auch schon Level 14 sein oder Ja, so. aber die Scheiße ist, wenn du da jetzt irgendeinen Trainer triffst, der ein Pokémon mit Verfolgung hat. Dann haben wir Pech gehabt. Das ist der Sinn der Nuzlocke Challenge. Du Ja. kannst auch auf wilde Pokémon treffen, die Verfolgung haben, insofern. Na gut. Geister spuken im Pokémon-Turm. Wer Ich glaube, spuckt das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat.
Ich glaube eher, das sind die Geister von den Pokémon, die wir auf dem Gewissen haben. Scheiße. Na gut, wir probieren es mal aus. Wir verstecken uns erstmal in diesem Turm. Edo, nee. Möchtest du meine Pokémon sehen? Oh nein, ein Pädophiler, geh weg. Freak. Er kann mir einen echten Hasen zeigen, ja, ich weiß schon. Dr. Joe, Ein Elektroball. Oh. Boom. Ach, scheiße, stimmt. Taco? Taco. Aber wenn er nicht Boom macht, dann Elektro. Mach aber Boom. Dann mach er Tackle. So, und jetzt mach Schutzschild. Wir sind schlauer. Okay. Läuterfeuer? Ja. Ladevorgang? Das lädt sich auch für die Explosion. Das dürfen wir nicht zulassen. Nein. Spargel so, erreicht Level 6. So, jetzt beginnt die Level-Orgie. Level 7. Hooray. Er lernt Konfusion. Hooray. Erreicht Level 8. Hooray. Ich würde, weißt du, wenn du jetzt vielleicht Wechsel ein hättest, dann hätten wir es ja zurückwechseln können, ne? Ja, geht aber. Können wir immer nur bei einem Pokémon trainieren. Ja, macht ja nix. Doch, das tut es. Scratchman. I'm a Scratchman. Bitte, bitte, okay. Mein nein, Pokémon. Meine Pokémon. Wo ist jetzt der echte Hase? Ich nehme es dir übel, dass du mich besiegt hast. Oh. Ja, schade. Ja, keine Ahnung, ich glaube, der hat sich nicht getraut. Du, wir schleichen uns da jetzt ganz leise an und dann. Boah! Assassin's Creed! Ah! Die Werke sind so wunderbar erfrischend. Jumpscare eingebaut. Chef Marcellus. Setz einen Zickzacks ein. Oh, kurz beim Level ab. Ich wollte gerade irgendwas einsetzen, bis mir einfiel. Oh, warte mal. Top Robby, der muss ja auch trainiert werden. Stimmt eigentlich, ja. Dann wird er zu einem Yugong. Dann ist er cool und nützlich. Ich meine, das ist auch so ein Pum, was wir von Level 5 hoch, was du Level von 9. Level 5 hoch trainiert hast. Stimmt, Probe ist Eisattacke kämpfen. Aurora Strahl! Dieses hat eine Verfolgung. Verfolgt dich wie ein Stalker. Ich kann wieder klar denken. Oh. Respekt, Mann. Respekt. Ein Like gleich ein Respekt auf Facebook. Vergiss das nicht. So, diese Frau spricht ein Somnium an. Später, wenn du sie besiegt hast. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Und wo spricht die mich später an? Nein, die spricht ein Pokémon an, was später gemacht wurde. Chief Claw. Ach die, ich weiß welche. Los, Spargel. Ach du Scheiße. Spargel-Tatan! Was machen wir dagegen? Ich würde sagen Senfkatz, aber das ist so gefährlich. So ein zweischneidiges Schwert. Zippo mal wieder. Ja, kannst du auch bringen. Oh, Smokeweed. Smokeweed every day. Ruck zu keep. Ah, super. Das wird Ruck zu keep. Ruck zu keep. Ruck zu keep. Ruck zu keep. Hyperspeed. Ruck zu keep. Das wird aber gerade gefährlich. Nee. Alter, die Topfrobbe. Der kann dir ja nichts. Und jetzt Kopfnuss. Spargel erreicht Level 10. Level 11. Potrot. Was war das nochmal für ein Typ? Das verwirrt mich immer so. Käfergestein. Mach einen Aurora-Strahl. Aurora-Strahl. Es hat eine mega hohe Verteidigung, Spezialverteidigung, aber einen Angriff vom Mülleimer. Du brauchst keine Angst haben. Ja. Du kannst eh nicht wechseln, wegen Wickel. Wollte ich auch nicht. Ich wollte mal hochheilen, weil... Nur zur Sicherheit. Ja, ich will das nicht auf dem letzten Drücker da jetzt. Weil so unteuer, finde ich, sind die Tränke jetzt auch nicht im Spiel, dass ich da jetzt... Ja.
Und dann sagen Spieler, aber Vorfall, du könntest das jetzt so lange machen, bis du dann den Mega-Beleber einsetzen kannst. Ja, genau. Werden mich bestimmt auch Leute wahrscheinlich dafür haten, dass ich ja das Mogelbaum auf die Bank gelegt habe. Ey, Vorfall, bist du dumm, ey. Kannst du nicht mal den Nuzlocke gescheit spielen hier, du musst Top-Beleber einsetzen. Genau, ein Top-Beleber eben so. Hm. So, dann sprichst du nochmal an. Viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünschte eins wäre rosa mit einem Blumenmuster. Ja, und das gibt's später halt. Und jetzt müssten wir eigentlich dieses Pokémon einblenden. Das war der Jumpscare. Ja. Oder besser. Eine Herausforderung von Chef Webster. Webster. Keifel. Setzt YouPorn ein. Ah, meine linke Hand tut mir weh. Dabei bin ich Rechtshänder. Senfkatze. Mach Durchbruch! Mach Durchbruch! Okay. Spargelrasch Level 12. 13. Spargeler lernt Steinwurf. Hey, das ist doch super. Yay, Schweinebacke. Lombrero. Sombrero. Mit Sombrero. Hornattacke. Tot. Ja. Ich hab Allergie. Gedammte Erkältung, ey, scheiße. Oh, ich würde sagen, das war's dann, ne? Ja, ich würde auch sagen, wir haben eine Stunde 30 aufgenommen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Da sind nicht in den Tunnel gekommen, obwohl wir blind waren. Haben Pokémon leider verloren. Gut Bilanz. Wo wir blind waren. Schade eigentlich. Haben wir dafür Luna Stein mit guten Attacken ausgerüstet und auch auf ein lebbares Level gebracht. Ja, das stimmt in jedem Fall. Oder willst du jetzt schon mal das Pokémon fangen, was du in der Route unter dir bekommst? Das kannst du angeln. Das ist Level 5, das können wir auch eben noch machen. Ja, komm. Dann haben wir 2 Pokémon gefangen. Dann nee, habe ich 3. Auch einen Part dann eventuell mit, weil dann habe ich, warte mal, 1 Stunde 30, wenn ich 1 Stunde 40 habe, ich mache ja immer 20 Minuten Parts, dann... Ja, dann angeln wir noch. Angeln wir noch, genau. Das ist ein anderes Item. Ja, ich weiß, weil normalerweise habe ich ja das Fahrrad immer da drauf. Ja, jetzt musst du einmal nach rechts gehen. Achso, Was machst du da? Ich will die Angel auf Select schieben. Nicht mal ein Klitz. Ja, deswegen. Ein Pokémon am Haken. Und es ist... Nein! Ach du Scheiße, ich hab Spargel noch vorne. Verdammt. Ist doch egal. Das ist auch vom niedrigsten Level. Ja, nee, ich will das gegen irgendwas anderes einsetzen, was, falls das irgendwas einsetzt, komm. Ach du Scheiße! Ja, moin! Nee. Der wird dich nicht töten, der wird Spargel nicht töten. Spargel ist eine gute Verteidigung. Aber du kannst ihm nichts anhaben. Doch, warte, wechsel wieder zurück auf Spargel. Nein, komm. Konfusion ist nicht sehr effektiv. Geht auch ja, so. So. Ja. Wie willst du ihn nennen? Dragoran, Drache. Größe 2,2 Meter. Fast schon Boss-Baller. Gewicht 210 Kilogramm. Trotz seines wuchtigen, massiven Körpers kann es fliegen. Es umrundet den Erdball in nur 16 Stunden. Guck dir mal diese Mini-Flügel an. Und 200. Ja, und das ist Level 5! Möchtest du? Ja, natürlich, auf jeden. Alter, wie nennen wir den? Ich glaub Baby Dragon, ey. Oh Mann, ey. Weißt du, ich wär fast versucht, das Ding fancy zu nennen. Allein einfach nur, weil es Dragoran Level 5 ist. Aber das darf ich nicht machen. Dann hasst mich zu viele Leute, dass ich da wirklich... Ja, ich auch. Nenn es Fenster. Nee. Laden. Nee, ich will irgendwas Kreatives haben. Nenn es kreativ. Nenn es kreativ. Mit C. Creative. Kreativ mit C, create. Nee. Nenn es Radioactive. Wieso Radioactive? Weil Radioactive ein Song ist von einer Band, die heißt Imagine Dragons. Na gut.
Das, du kannst es übrigens auch anders umbenennen. Ich meine, wir sind in der Stadt des Namens. Ja, es ist definitiv eine bessere Idee als Grisou insofern. Ich möchte Feuerwehrmann werden. Fuck. Passt nicht mal. Okay, lassen wir's. Oder nennen wir es anders, warte mal. Soll ich Smaug nennen? Wie kann man Drachen noch nennen? Kennst du dieses Video mit dem Boss Dragoran? Boss Dragoran? Ja. So, zeig ich dir gleich, ich such das schon mal raus. Denk du den Namen aus. Es gibt einen YouTuber, der heißt Pimp Knight. Wegen Dragon Knight. Nee, ich bin aber auch kein YouTuber jetzt, den ich noch nicht mal kenne. Hä? Das ist, vor allem, das kommt so unvorhergesehen. Ich hätte mit allem jetzt gerechnet, aber nicht mit Dragoran. Okay, mit dem YouTuber hätte ich jetzt vielleicht auch nicht an der eigentlich gerechnet, aber... Vor allem nachts um 12 Uhr, da hat man ja auch nicht so viele gute Gedanken. Denn es ist Midnight. Weißt du was, ja. Oder Moonlight. Moonlight, heieiei. Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie so ein My Little Pony. Aber gut, wenn es Rainbow Dash. Das ist My Little Pony Ding. Nein, nee. Ich nenne es jetzt Moonlight, so, und wenn ihr jetzt irgendeinen besseren Namen habt, das ist jetzt auch irgendwas Besonderes, so. Es ist was ganz Besonderes. Also wird das jetzt auch Moonlight genannt. Es heißt Mondlicht. Ja, und wenn ihr einen besseren Namen habt, schreibt ihn in die Kommentare. Genau. Weil ich der Einzige bin, der mal kommentiert. Richtig. Schreibe ich Moonlight in die Kommentare. Ja. Moonlight. Mit U und H. Ja, dachte ich mir, genau. Diese Stadt ist als Ru. Mulibert, ja, genau. Nein. Ja, wegen Mulibert heißt ja das eine Pokémon Fancy. Das Dragonier bei Matt Baron. Also, beziehungsweise. Doch, es war hat als Dragonier gestartet. Deswegen, ich hätt's. Oh, das ist auch ein schönes Mädchen. Glaubst du an Geister? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Glaubst du an Geister? Nee. Haha, natürlich nicht. Diese weiße Hand auf deiner Schulter ist natürlich nicht ich. Glaubst du an Geister? Ja, echt? Hätte ich wirklich nicht gedacht. Die ist schon merkwürdig. Lavandia, die edle violette Stadt. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Ha, yay! So, dann stell dich jetzt mal vor den Turm und dann beenden wir. Ja, oder du heilst. Wir beenden den Part dann. Ja, nee, wer. Ach, warte mal. Nein, wir müssen noch was checken. Das vergesse ich sonst beim nächsten Mal wieder. Eine gute Spanne. Das wird jetzt... Gut, so schwer wird es wahrscheinlich nicht zu vergessen sein, aber... Die Werte. Nein, doch, es ist deine richtige Box. Okay. Ich dachte, es wäre... Es ist gestorben. Ja, einfach ins... Hatten wir doch schon mal, dass Pokémon einfach im Friedhof gelandet sind, weil ich dann in der falschen Box dann aufgehört habe. Ja, die fühlen sich bestimmt auch ein bisschen doof mit den ganzen Leichen drumherum. Na gut. Also, ihr habt den Alex gehört. Wir hören jetzt hier auf, oder? Ja. Oder was meinst du? Ja. Okay. Also bis dann. Gute Nacht, ja. Oder je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Ciao.